Gerade nochmal machen. Servus Leute, heute mit einem weiteren Review auf unserem Kanal. Wir widmen uns heute der Classic Army M14 Scout, die uns hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von Begadi. Kommen wir auch nun gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in diesen doch sehr schönen weißen Pappkarton mit zahlreichen Aufschriften zu der Waffe selbst. Im Inneren befindet sich ein Schauminlay, was die Waffe sehr gut vor Schäden schützt. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bedienungsanleitung, ein Reinigungsstab, zu beiden muss ich euch nicht viel zu erzählen. Ein kleines Gimmick, was Classic Army dazulegt, ist so ein kleiner Waffensack. Da passt die Waffe auch komplett rein. Aber ich denke nicht, dass wir das brauchen, weil kann man ja nicht abschließen. Und was natürlich relevant ist, ist natürlich die Waffe an für sich selbst. Die Waffe ist hier ein SAEG-System im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist hier natürlich einstellbar. Dazu später noch eine kleine Anmerkung. Das Material ist ABS und Metall. Das Magazin fast 470 Schuss. Die Energie wird von Begadi mit 1,5 bis 1,6 Joule angegeben. Das haben wir natürlich nachgekront. Die Länge liegt bei 102,8 cm, das Gewicht bei 3850 Gramm. Der Preis von dem guten Stück liegt bei 299 Euro. Kommen wir nun zu den Eigenschaften außen. Wir haben ein sehr robustes Metallgehäuse, auch die Mündungsbremse im Navy Seal Style ist aus Metall gefertigt, als auch der Outer Barrel ist aus Metall. Der Schaft und die Schaftabdeckung ist hier aus Kunststoff gefertigt, wie ich finde, aber sehr robust und sehr hochwertig verarbeitet. Unter der Mündungsbremse befindet sich ein 14 mm Negativgewinde zum Anbringen zahlreicher Mündungsbremsen bzw. Schalldämpfern. Am Oberseite der Kunststoffabdeckung befindet sich hier ebenfalls noch eine Rail zum Anbringen von Sights aller Art, Red Dot, Scope, was man halt gerade möchte. Zu den Markings selber kann man hier jetzt nicht so viel sagen. Wir finden hier einmal das Importeurlogo von Begadi mit dem F im Sechseck. Dann findet sich auf der Oberseite eine Seriennummer, die fortlaufend ist, und auf der Rückseite noch das Classic Army Made in Hong Kong. Kommen wir nun zu den Eigenschaften innen. Im Inneren ist die neue V7 Gearbox von Classic Army verbaut. Diese wird angetrieben von einem neuen High-Performance-Motor, Stahlgears, Pisten mit Metallzähne und einem ventilierten Pistonhead. Das Ganze läuft in 7 mm Kugellage, sehr ruhig und mit einem guten Ansprechverhalten. Kommen wir auch gleich hier zum Ansprechverhalten. Classic Army setzt da hier schon neue Maßstäbe. Der Akku wird hier hinten eingebracht und verbaut hier von vornherein ab Werk bereits DIN-Stecker. Hier auch noch zu erwähnen, ist genügend Platz für riesengroße Akkus, also das sollte eigentlich für jeder Platz finden. Worauf wir jetzt noch eingehen, ist zum Beispiel das Hop-Up. Das Hop-Up lässt sich einstellen zum Rückziehen des Bolt Catches, was sich schon mal sehr geil anhört. Kann man durch den Bolt Catch das Ganze hinten drücken lassen und kann so das Hop-Up schön angenehm einstellen. Das Hop-Up hier angesprochen ist noch aus Metall gefertigt. Wir haben natürlich diese Waffe auch wieder für euch Probe gespielt, aller FV-Style. Wir wünschen euch viel Spaß mit Andrew und Heiko im Praxistest. Also, wir haben hier von Classic Army. Ich habe gerade das Vergnügen gehabt, mit dir eine Proberunde zu spielen. Und ja, muss sagen, die Waffe sieht auf jeden Fall erstklassig aus. Lässt sich auch schön spielen. Was natürlich bei dir besonders
geil ist, ist natürlich das Geräusch. Und oben, ja, wenn man es auch sieht, hier, wenn man den Knopf drückt und den Spannhebel nach hinten zieht, bleibt das Ganze auch nach hinten, dass man hier ganz bequem sein Hop-Off einstellen kann. Und zum Barett passt. Das hört sich bestimmt auf Film natürlich auch ganz geil an. Minuspunkt, habe ich schon festgestellt, ist die Präzision so ab 35, 40 Meter. Für eine SAEG, denke ich mal, könnte man schon noch einiges rausholen. Aber wenn man das halt sich so kauft, also man hat auf jeden Fall ordentlich Spaß. Gar keine. Verarbeitung der Waffe, muss ich auch sagen, hätte man auch etwas besser machen können. Man sieht hier eigentlich schon ziemlich gut die Nähte, wo das Ganze auch verbunden wurde. Einige Flecken hat das auch schon. Wer auf Used Look steht, dem würde das Ganze nicht so interessieren. Aber für 280 Euro, denke ich mal, hätte Classic Army schon ein bisschen besser das Ganze hinbekommen können. Außer das, muss ich sagen, Top-Waffe, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Euer Fritz. Also ich habe jetzt gerade die M14 ausprobiert von Bugatti und optisch, muss ich sagen, gefällt sie mir echt gut. Nur die Verarbeitung, sieht man auch da unten, ist leider nicht so schön gemacht. Was mir noch gefällt, hinten, die Schulterstütze, kann man hier schön aufklappen, wird man auch nochmal sehen. Und dann ganz einfach den Akku verstauen, also echt praktisch gemacht. Ja, präzise ist auf jeden Fall, so mittlere Distanz würde ich sagen, haut echt gut hin. Oben fällt mir das Metall ganz gut, also ein schönes Magazin, war jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, und auch der Griff hinten dran. Und meine, in dem Fall rechte Hand, war nach der Zeit nicht mehr so angenehm, aber vorne wurde das Gewicht relativ schnell schwer. Aber sonst muss ich sagen, echt ein schönes Ding. Seite ohne Probleme. Bugatti preist hier das Ganze mit 299 Euro an. Wir finden einen gerechter Preis für diese Waffe. Die ganze Version gibt es auch noch in der größeren, in der klassischen Version. Diese kostet dann ein paar Euro weniger. Was hier noch zu erwähnen ist, bei der großen dann ohne Scope Mount. Dafür allerdings hier dann diese gewohnte Scope Mount separat zu erwerben ist. Wir werden uns diese Waffe auf jeden Fall gönnen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen auf Jagd gehen. Euer Holbi, FAB.